zwei Kaffee. Danke dir. Schön. Ja, und dann? Das sollte ich schon machen. Ich bin natürlich gegangen. Wirklich merkwürdig. Das kannst du laut sagen. Was soll ich denn machen, wenn er kein Vertrauen zu mir hat? Ach, Mensch. Wenn ich dir doch nur irgendwie helfen könnte. Wird schon wieder. Und wer übernimmt die zweite Schicht am Donnerstag? Ja, die könnte ich machen. Hey, prima. Suchst du was? Hallo. Hi. Hi. Deine Mutter, ist sie noch da? Du hättest dir den Weg sparen können. Ich glaube nicht, dass sie mit dir noch etwas zu besprechen gehabt hätte. Ach nein? Na, so wie du dich aufgeführt hast? Wie konntest du ihr erst Hoffnung machen und sie dann so abblitzen lassen? Von jemandem wie dir muss ich mir wohl so etwas nicht anhören. Begriff ist. Ach so, natürlich. Entschuldige bitte. Wie wäre es, wenn du dich zur Abwechslung einmal aus meinen Angelegenheiten heraushalten würdest? Meiner Mutter bin ich vielleicht eine Erklärung schuldig. Dir ganz sicher nicht. Darauf, dass die Missverständnisse bereinigt sind. Mhm. Lecker. Was ist das? Eiswein. Oh, richtig. Die Trauben werden bei mindestens 9 Grad minus gelesen und dann im gefrorenen Zustand weiterverarbeitet. Bist du Weinbauer? Naja, aber bei uns gibt's eine Menge Winzer. Wo kommst du denn her? Hammerstein. Das klingt aber... Vergiss Arno doch mal für 3 Sekunden. Würde ich ja gerne, aber... Mom. Schon komisch, wenn die eigene Mutter lieb ist. Nochmal Kirschbanane und einmal Orange. Danke. Sonst noch ein Wunsch? Danke, nein. Nein? Sollen wir morgen alle zusammen einen Ausflug machen? Was haltet ihr davon? Ja klar, warum nicht? Es sei denn, das Wetter spielt mit. Also... Wie, du willst schon gehen? Oh, ja, ich fühle mich nicht so besonders toll. Es tut mir leid, wenn ich euch die Stimme verdorben habe. Ach Quatsch. Wollen wir nächste Woche einen Ausflug machen? Ja, warum nicht? Also bis dann. Ja, ciao. Mach's gut. Kathi, warte mal. Viele Grazie. Sag mal, hast du noch ein bisschen Zeit? Wieso? Könnte ich Jonas eine neue Frisur verpassen? Gegangen. Nein, das ist einfach nur Carlos kritischer Künstlerblick. Oder gefällt dir irgendwas nicht? Ach, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Irgendwie fehlt da noch was. Hallo, was macht ihr mit mir? Wo ist der Spiegel? Moment, erst wenn alles fertig ist. Sag mal, was hältst du von ein bisschen Wachs? Wachs? Das ist eine gute Idee. Wachs? Ich komme bei Gelegenheit darauf zurück. Schön, dass es euch gefällt. Darf ich es jetzt auch mal sehen? Ja, jetzt ja. Ja, doch ziemlich brav gewesen. Mama hätte es mir bestimmt nie gekauft. Das ist alles viel zu teuer. Ja, womit sie auch nicht ganz unrecht hat. Aber ich lasse mich ja immer wieder von dir einwickeln. Ich finde es übrigens total blöd, dass ich bald wieder fahren muss. Nina? Ja? Ich möchte bezahlen. 57, ich komme sofort. Ich habe tierischen Hunger. Ja, wir können uns in der Wege was rauchen. Aber können wir nicht hier essen? Das sieht so lecker aus. Stimmt, ich nehme auch ein. Nina, für uns auch zwei. Also 2 Bürger. Ich gehe jetzt. So, das macht 27,80. Stimmt so. Oh, danke. Willst du noch was? Naja, ich könnte doch im Schneiders noch zuschlagen. Da wollten wir doch eh hin. Das ist mir ehrlich gesagt neu. Doch, doch, du wolltest Uli doch den Pulli bringen. Ja, das kann ich auch. Sie hätten mich wirklich früher warnen können. Es tut mir wirklich leid. Ich konnte nicht. Mein Handy hatte keinen Empfang. Haben Sie denn etwas Brauchbares gefunden in Jansens Büro? Der Mann hat keine Ahnung von Scheidungsrecht. Das hat er mir selbst gesagt. Ich möchte nicht indiskret sein, aber... Sparen Sie sich Ihre Frage. Es hätte mich nur interessiert, was Sie in Jansens Büro eigentlich gefunden haben. Behalten Sie Interesse für sich. Aber vielleicht nur so viel. In ein paar Tagen wird die Bombe hochgehen. Und dann wird es Peter Kaufmann leid tun, dass er nicht in Südamerika geblieben ist. Es war alles nur ein böser Traum. Nur noch ein paar Sekunden und ich wäre bei ihm gewesen. Aber Heino hätte gewollt, dass du lebst. Glaubst du? Er hat dich geliebt. Und ich enttäusche ihn bei jeder Gelegenheit.
Und Jonas muss jetzt glauben, dass ich ihm die ganze Zeit was vorgemacht habe. Ach, sowas darfst du nicht mal denken. Wir sind immer für dich da. Das weißt du doch, oder? Reiner Wahnsinn. Wie konnte ich sowas tun? Weil du einfach nicht wahrhaben wolltest, dass Heino nicht mehr lebt. Da du ihn immer noch so sehr liebst, hast du versucht, Jonas in Heino umzuwandeln. Das kann man fast verstehen. Nein. Und Heino ist auch... Das war Daniel. Jonas ist jetzt bei ihm. Oh mein Gott sei Dank. Und, wie geht's ihm? Ja, was ist denn? Übrigens treffe ich mich heute Abend mit Arnim Schneiders. Oh, grüß ihn mal schön. Ja, willst du nicht mitkommen? Vorher machen wir einen kleinen Einkaufsbummel. Wir fahren in keine fremde Dusche mehr reinplatzen und nicht einen einzigen Cocktail mehr hier hinter deiner Theke mixen. Kann ich das schriftlich haben? Sofort. Wollen wir gleich einen Vertrag aufsetzen? Eigentlich ist dieser Simon noch ganz attraktiv. Oh, schön, dich zu sehen. Hey, lass dich anschauen. Mir kommt's vor wie eine Ewigkeit. Ja. Oh, darf ich dir meine Mom vorstellen? Mom, das ist Ines. Ines, meine Mom. Hallo. Ja, hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Aha, das ist also Ninas Reich. Ja, na klar. Leg dich doch gleich hin. Hier geht's in die Pension. Zweiter Stopp, erste Tür links. Kein Problem, ich komm klar. Bis dann. Okay, bis dann. Ist aber sehr... Hey, wollt ihr euch nicht zu uns setzen? Ach, wenn wir nicht stören, gerne. Na, ich bitte euch. Vielleicht... Oder solltest du lieber meine Mutter fragen? Ich stehe mehr so auf flotte Klamotten. Mit Brautmoden, da bin ich auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Meine Tochter heiratet ja nicht. Haha. Auf das Brautpaar. Hast du die bestellt? Nein. Das ist ein Geschenk des Hauses. Oh, danke schön. Danke. Jetzt du. Sorry, aber ich bin irgendwie geschafft. Dann wird es wohl höchste Zeit, dass du ins Bett kommst. Ist eigentlich genug Platz für uns beide? Gegen das Zimmer in New York ist das hier riesig. Aber damals hatten wir doch auch keine Probleme, oder? Oh, New York, das war schon... Jetzt, wo du es nun schon weißt... Kathi! Wo ist Kathi denn hin? Ins Krankenhaus. Zu Henning. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Du warst im Krankenhaus? Ja. Hast du... Hi. Hi, Nina. Hallo. Und tschüss. Ich muss dann auch wieder. Ja. Und tschüss. Sag mal, hast du überhaupt eine Ahnung, wer das ist? Ja, er heißt Leutner. So. Hast du das geschafft? Oh. Dankeschön. So, bitte sehr. Zum Glück bin ich noch dahinter gekommen, woran es lag. Die ganze Stromleitung überlastet war. Das ist kein Wunder, es ist ja hier eine halbe Stadionbeleuchtung. Wollen wir nicht anstoßen? Ja, natürlich. Auf die gelungene Neueröffnung und dass sie nicht im Dunkeln stattfinden muss. Oh, hör auf. Auf das neue No Limits ist fabelhaft geworden. Mein Kompliment. Spricht da der Fachmann? Wenn ich einen Innenarchitekten empfehle, darf ich da deinen Namen nennen? Mach das lieber, wenn jemand mal gepflegt was trinken möchte. Das muss man ja auch. Darf ich euch allein lassen? Ja, natürlich. Okay. Tanni, gefällt dir die Party etwa nicht? Doch, könnte gar nicht besser sein. Na, so wie du hier abhängst, ich bräuchte gleich mal deine Hilfe. Aber bekomme ich schon in den Griff. Alles klar. Ciao. Ciao und danke nochmal, du hast echt super aufgelegt. Hat Spaß gemacht. Ja, Frauen und Technik. Oh, und das aus deinem Mund? Trotzdem vielen Dank. Ohne... Was bildest du dir überhaupt ein, hä? Es ist verdammt unhöflich, vom Tisch aufzustehen, wenn jemand den Raum betritt. Ich esse nicht gerne in Gesellschaft eines Erpressers. Oh, ausgerechnet du willst mich verurteilen? Also bleib in Zukunft sitzen und iss. Christoph und Henning, die Väter in Spee, wollen doch sicher ein gesundes Kind, oder? Lass mich in Ruhe. Sobald ich das Geld habe. Nicht in diesem Ton, ja? Ich rede mit dir, wie es mir passt. Reiz mich nicht sonst. Sonst was? War dir deine Lehrentrommung? Bis heute Abend brauche ich noch mal was. Du bekommst die Millionen wie vereinbart. Komm. Und ich sag, wie du ihn behandelst. Ich behandle ihn so, wie es mir passt. Aber er ist mein Mann. Akzeptier das bitte. Hör auf, ständig auf seinen Gefühlen rumzutrampeln.
Das ist kein Verbrechen. Nein, das nicht. Was soll das schon wieder heißen? Was hast du denn jetzt schon wieder ausgedacht? Das sagst du seit Wochen. Sebastian, es ist nie um Geld gegangen. Du willst es einfach nicht wahrhaben. Angenommen, du hättest recht. Warum ist er denn immer noch mit mir zusammen, obwohl ich kein Geld habe? Dazu fällt dir auch nichts ein. Die kleine Isabel ist ja so dumm und kapiert rein gar nichts. Nein, aber du... Oh, das ist ja lächerlich. Hör endlich auf, gegen Sebastian zu hetzen. Ich hab doch gewusst, dass du noch zur Vernunft kommst, hä? Mit kleinen, gebrauchten und nicht registrierten Scheinen kann ich leider nicht dienen. Weißt du, das habe ich schon immer an dir geliebt. Dein Humor. Bitte. Danke. 1, 2, 3. Dieses Warten, das hält doch kein Mensch aus. Jetzt setzen Sie sich, beruhigen Sie sich erstmal. Wir haben alles im Griff. Sie haben vielleicht Nerven. Schließlich geht es um das Leben meiner Schwester und meines Schwiegervaters. Ihm wird schon nichts passieren. Schließlich sind ja auch Polizisten in seiner Nähe. Na genau, die Einsatzleitung vor Ort, die wird mich informieren, falls ich irgendetwas tut. Okay. Wie ist es gelaufen? Tut mir leid. Könntest du mal bitte ans Telefon kommen? Setzen Sie sich, beruhigen Sie sich, ja? Ja, Herr Kommissar. Ja, hallo? Christoph hätte dir die Diamanten nicht persönlich überbringen dürfen. Ihr Schwiegervater schafft das schon. Und wenn doch etwas Unerwartetes passiert? Dann wird er ruhig und besonnen reagieren. Die Entführer war noch auf Nummer sicher gehen. Ja, aber Christoph hat doch sicher alles richtig gemacht, oder etwa nicht? Nein, ihm hat's nicht gelegen. Was war denn dann der Grund? Ja, manchmal reicht ein Auto von harmlosen Spaziergängern aus, um die Täter zu verunsichern. Da kommt ja dein Lebensretter.